Gift mir die Tang, die Erfahrung und das Silber kann ich gebrauchen. Hallo? 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 Ich könnte eigentlich mal gucken, wie viel... Ja, die nehmen wir auch mal mit fürs nächste Mal dann. Wir könnten eigentlich mal gucken. Ja, die nehmen wir auch mit. Schon mal, was soll ich sagen? Im Aha könnten wir gleich noch mal kurz gucken, ob wir. Ah ne. Schnonsens, komm mal her. So. Das Kupfer loswerden. Damit wir dann uns irgendwann größere Taschen kaufen können. Achso. Können wir ja eigentlich zurückfliegen. Hast du gar nicht gesagt, erzähl doch nichts. Ja. Ich wollte jetzt gerade nicht übers Wasser laufen. Ja, ist mir egal. Los, geh weg. Was führt euch hierher? Ich möchte einmal nach Astrana, bitte. Danke. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Da 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 da. Ja, so ist das. Was muss ich denn überhaupt noch an Sachen aufrüsten? Das geht bis 190. Die Schultern. Hä? Die Schultern, die Waffen gehen schon bis... Das Schmuckstück? Schultern und Schmuckstück. Zumindest... Damit das bis auf 90 erstmal geht. Ja, gut. Kriegen wir wohl gerade noch hin. Für die Leute, die vielleicht jetzt wieder neu dazugekommen sind bei WoW oder Wiederkehrer, die haben die App-Stücke geändert. Das heißt, es gibt jetzt hier so ein Reitermenü. Ich habe das ja euch beim letzten Mal gezeigt. Dann hier App-Stücke. Da habt ihr ja die ganzen App-Stücke drinne, die ihr so bekommen habt. Die könnt ihr ja, die sind ja normalerweise Stufe 60. Wenn ihr schon vorher welche hattet, sind die automatisch Stufe 90 und die könnt ihr noch aufrüsten auf Stufe 100. Auf Allianz-Seite ist das ein Zwerg in Eisenschmiede, der verkauft euch Rollen, damit ihr einmal das aufwerten könnt auf 90 und dann nochmal aufwerten könnt auf 100. Kostet im Schnitt 1000 Gold. Eine Rolle. Meine ich. 500. Zwischen 500 und 1000 Gold, meine ich. Wäre das. Und dann könnt ihr das halt aufrüsten. Je nachdem, was ihr halt habt. Benutzt, braucht, wie auch immer. Jetzt zum Beispiel, wie ich hier einmal die der Macht habt und einmal die der Ehre, braucht ihr die nicht mehr aufrüsten. Also die hier. Jetzt zieht ihr einfach diese hier an. Ist ja, das waren früher mal PvP-Hosen. Weil ich mehr Ehre hatte als Gold, meistens. Hatte ich die PvP-Sachen. Aber PvP-Klamotten gibt's. Zumindest habe ich soweit nichts gesehen. Außer bei den Schmuckstücken. Hier. Alles andere haben die geändert. Ich meine, da war dann irgendwas PvP-lastiges drauf. Die jetzt gleich sind. Hallo? Ich kann mich natürlich auch täuschen.
So, hier hast du den Edelstein. Ja, wir töten 15 Fuhrbulks. Also, wir müssen ja noch hier Feuer löschen. Feuer! Ja, du bist außer Reichweite. So, da setzen wir jetzt mal eben kurz. Hallo? Gib mir doch mal eben den blöden Eimer. So. Das ist zu weit entfernt. Ja, ja, zu weit entfernt. Machen wir es halt so. Löschen! Löschen! Löschen? Wie kann ich dann die von unten löschen doch? Wollte gerade sagen. Löschen! Feuer, löschen! Einer soll das da hinschmeißen. Genau. So. Zu dem Haus müssen wir eh. Dann können wir auch hier eben kurz hingehen. Ich bin noch nicht bereit. Feuer löschen. Also die kleine Hütte, die muss schon 7-mal abgebrannt sein. Eigentlich. Ja, löscht das Feuer. Löscht das Feuer? Ja. Okay, löscht das Feuer? Okay. Das gehört hier also nicht mehr zu Astra, ne? Wisst ihr Bescheid? Gut, nehmen wir hier mal eben die Quest an. Ah, das ist der Papa, der unbedingt seine Tochter helfen will, weil die krank ist. Und? Oh, Vater, bist du hier? Ich habe Hunger. Kann ich etwas Eintopf haben? Was? Was? Du bist wach? Ich bin geehrt. Ja. Beim nächsten Mal dann. War die Quest schon immer so kurz? Das waren doch sonst 1000 Schritte, die man da machen musste. Wenn ich mich recht erinnere. Los, lösch it. Lösch it. Den auch. Den auch. Und... Ich bin außer Reichweite. Ja, ja, du bist außer Reichweite. Mach das mal aus da. Gut. Pegasus, ich rufe dich. Ich bin geehrt. Ja, ja, ich auch. Verwendet eine Schleuder von Astrana, um 15 von Höllschreis Vandalen und ihre Wachwindreiter abzuschießen. Okay. Aber nicht jetzt. Weil jetzt gehen wir erstmal zurück. Dann gehen wir noch kurz. Aha, und dann machen wir eine kleine Pause. Ich fliege da runter. Hochfliegen dauerte nur noch extra Minuten. Habe ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt, wie das aussieht, wenn man da hochfliegt. Ich fliege in den Ofen rein. So. Scharfe Linkskurve. Unter dem Baum. Oh. Fast reingeflogen, Mann. Pass mal auf, Vogel. Bei der Frisur. Ich war doch erst beim Friseur. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Let's Play ein bisschen. An alle, die regelmäßig zuschauen, sag ich mal Dankeschön, dass ihr fleißig mitguckt. Nicht nur hier bei WoW, sondern auch bei Stoneheart oder bei Bioshock Infinite. Bei Minecraft. Oder Legend of Zelda. Auch hier an dieser Stelle möchte ich einfach nur mal Danke sagen für eure Unterstützung.
war ja mal überfällig. Ich schurke ich. Ah, ich bin ja Krieger. Ich krieger ich. Flieger, wir fliegen hier rum. Wir fliegen hier rum. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. Welche Stimme soll's denn sein? Was haben wir denn hier als nächstes auf der Agenda stehen? Im Juni, da kommt das Sommerwendfest. Sonnenwendfest. Was haben wir hier? Feuerwerkspektakel. Okay. Was denn für ein Feuerwerkspektakel? Ach, 4. Juli. Ja, vergesst es, natürlich. Natürlich, der 4. Juli, Independence Day. Bam, 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 bam. Und ja, so heißt auch ein Film. Unabhängigkeitstag. Aber so sehr bewandert mit der Geschichte von Amerika bin ich nicht, dass ich genau weiß. Was da in dem Pergament drin steht. Wobei ich mir ja mal dieses Pergament gerne anschauen würde. Ich weiß gar nicht, wo ist das ausgestellt? Ist das Chicago? Oder war das auch in Washington? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass das in Chicago ist. Nee. In Washington. Dieses komische Museum, wie heißt das denn noch? In der Nähe vom Weißen Haus. Ich komm grad nicht drauf. Liegt mir auf der Zunge. Und da liegt das gut. So, dann nehmen wir eben unseren Bock. Weil wir haben auch Bock. Ja, verkauft haben wir alles. Wolle und Leinstoff brauchen wir. Können wir schon mal hier die Quest annehmen in Eschental. Wie gesagt, ich werde schauen, ob ihr da irgendwas zu sagt. Ansonsten werde ich in der nächsten Aufnahme einfach schon ins Steinkrallengebirge wandern. Vielleicht mache ich die Quest, die ich hier jetzt noch offen habe, erst fertig. Mal gucken, was dann bis dahin passiert. Ob ich mich überhaupt dran erinnern kann, was ich wollte. Ist ja in meinem Alter auch nicht mehr so, ne? So. Stapelgröße 20. Anzahl der maximalen Stapel 6. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, was das überhaupt kostet. Suchen. 1,50. Okay. Aber sonst geht's noch, ja? Okay. Entweder da setze ich einen rein für 5000. Oder 20 für
irgendwas zwischen 5 Gold und 2500 Gold. Das ist ja unglaublich. Anfangsgebot. Weiß ich nicht. 8 Gold 99. Nö, ich bin ja... So. Kaufpreis. Keine Ahnung. Machen wir es so. Fertig. Weg damit. Weiß ja nicht, ob das überhaupt jemand kauft. Werd ich ja sehen. Diep, 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 diep. So, dann bringen wir das noch in die Bank. Und dann war es das erst einmal. Ich habe dann auch 2 Stunden aufgenommen. Ist ja ganz gut. So, kommt das hier rein. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn euch die Videos gefallen haben, wisst ihr, welchen Knopf ihr drücken könnt. Wenn nicht, drückt den anderen Knopf. Und wenn ihr nicht wisst, welche Knöpfe ich meine, fragt doch einfach in den Kommentaren nach. Da wird euch bestimmt geholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, schönen Urlaub, schöne Ferien, was auch immer gerade ist. Ihr werdet es besser wissen, wie ich. Auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, wenn es heißt WoW WoD mit dem Stinkekrieger und Drehwerk. Bis dann. Ciao.